Ich habe auch gedrückt. Einen wunderschönen Mittwochnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge Construction Simulator zusammen mit dem Toledo, dem Uwe und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Servus. Hallo. Grüße. Uwe, ja, ich glaube, nimm mal die Palette mit, weil ich glaube, die brauchen wir. Oder waren das die anderen Steine? Sicher, dass wir die brauchen? Ich weiß es nicht. Irgendwo, warte mal, wo müssen wir jetzt die anderen hinstellen? Aufs Dachblatt. Wir müssen die roten, also die Dachziegel müssen wir haben. Würde ich jetzt auch vermuten. Früh gewesen. Also für dich probiere ich das gerne, aber du kannst gerne schon mit dem anderen Pritschenwagen einfach rankommen. Seht ihr das nicht auf dem Dach? Nein. Achso, das ist ein Fahrzeug. Aber ja, du könntest recht haben, dass die aufs Dach mit die roten. Lass mich runter! Zacka schon wieder! Ja gut, also sind die grauen falsch, die müssen wir dann nachher wieder verkaufen. Aber ja, Mann, ja. Ich versuche ja, gerne kurz hier oben abzustellen, aber... Nee. Also sind es wirklich die roten. Okay, ja. Also müssen wir die grauen dann verkaufen. Okay, aber an dieser Stelle vielen, vielen Dank an den Kommentator, richtig, genau, der uns geschrieben hat, wie man das tut. Wir wussten es tatsächlich alle nicht, wie man versehentlich gekaufte Ware los wird. Das ist sehr, sehr geil, sehr hilfreich. Das genau, ist genauso wie, kannst wie man du mal halt... die Ladung lösen? Wie man halt auch versehentlich festgebackte Anhänger lösen kann, ne? Das ist auch sehr geil. So. Genau. Dieser Stelle. Ja. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Genau. Oh. Welchen Knopf musste ich denn jetzt nochmal drücken? F1 hey. Und Tab. Ja, das, also ich bin schon in der Kranzsteuerung. Achso. Überleg doch gerade wieder. Achso, W, erstmal W. Ja. Genau. Ich stelle mal hier vorne. So. Ja, Uwe, sieht gut aus. Ja, stehst bemüht. Ja, du schaffst das schon. Ich glaube an dich, Uwe. Oh. Ja, lass ab. Ja, ist gut, runter. Wunderbar. Oh, ja, jetzt kommt... nur die halbe Hauswand eingerissen, aber jetzt... gut. Jetzt kommen sie sich gleich in die Quere hier. Oh, das knallt gleich. Oh, Millimeter weit. Was? Da waren nur noch 8 Meter frei und ich gucke aus der falschen Kameraperspektive. Ach ja, herrlich. So. Ist aber einer wissen, ne? Aber ehrlich. Oh, Toledo lässt sie fallen und die snappt erstmal in den Boden rein. Schön reingeglitscht. Aber das war die letzte, ne? Ha. Ja. Jetzt müsst ihr rausfahren. Ja. Ja, es leckt mich am Arsch. Piep, so. Piep. Was piept denn da so? Ja, meine Küche fährt rückwärts. Eine was? Meine Küche fährt rückwärts, lol. Eine Küche? Naja. Hey, meine Paletten sind weg. Wie, deine Paletten sind weg? Ich hatte 3 Paletten hier drauf liegen, die sind weg. Ich hab noch meine eine. Stimmt, Uwe hat noch seine. Meine sind ja, weg. Ja, aber die haben wir noch irgendwo. Ja, ich kann sie noch verkaufen. Kann ja alle verkaufen. Ja. So. Optimal, liebe Leute!
Level 8. Level 8. Jetzt geht's richtig zur Sache, Jungs. Richtig zur Sache. So. Nur Scheißaufträge. Wir haben ein Einfamilienhaus mit großem Balkon. Unbedingt, da sehe ich uns. Und jetzt müsst ihr mir sagen, wollen wir für den Anfang ein paar schnell verdiente Containertransportmissionen nebenbei machen? Oder sagen wir, richtig Kasala, wir bauen ein zweites Haus mit Baggern? Ne, da brauchen wir nur Material. Ja, dann, Alter, nur Material, nichts baggern. Guck mal hier. Nein, ach, ich muss erst einen Vorarbeiter einstellen. Firma, Personal. 7.500 Euro? Alter, Johann, du bist aber teuer. Johann, okay. Johann ist jetzt unser Vorarbeiter. So, da brauchen wir nur... Perfekt. So, ich warte mal auf den nächsten Bus hier. Jo, warte du mal auf den Bus. Haben wir jetzt zwei Aufträge? Ja. Wir haben zwei Aufträge. Ich mache es mir aber relativ einfach. Ich setze den mal zurück. Was mache ich denn jetzt? Ich würde irgendwas transportieren. Ich sitze ja eh gerade drin. Also wir brauchen für beide Aufträge Baustoffe. Also. Okay, also ich habe den einen Kranwagen rausgenommen. Ne? So, das heißt, ich setze mich einfach in meinen Raupenbagger. Ne? Der ist ja klar. Und den bringe ich für 1.800 zur Baustelle. Ich habe jetzt mit Absicht nicht angefangen, den auf den Tieflader zu bringen, Jungs. Man möge mir verzeihen, ne? Aber das dauert länger. Hallo, Joystick? Ich habe keinen Joystick! Fahre einen Pritschenwagen zu einem Baustoffhändler. Toledo, fahr los. Wir machen den zweiten Auftrag. Nee, einer kann nur für den ersten, einer kann für den zweiten. Also achso, okay. Also ich würde in den zweiten das Einfamilienhaus machen. Ich brauche einen Container auf jeden Fall. Du machst das Einfamilienhaus. Gut, dann mache ich das Einfamilienhaus mit großem Balkon. Da muss ich halt nur... Gut, da fährt er jetzt Uwe gerade hin. Nee, ja, ich habe den Bagger hier, Container, ne, aber auch. Ich brauche trotzdem einen Container, Jungs. Ja gut, dann hole ich den Container. Baustoffhändler... Transportieren. Ich habe nur einen meiner zwei Joysticks. Ich bin ein bisschen gehandicapt. Warum habe ich nur einen Joystick? Jetzt auch? Geil. Ich kann nach links, nach rechts, ich kann nach... Oh, ich habe sogar noch eine volle Schaufel dabei. Ich bring die Erde zur Baustelle mit. Und was bringst du so zur Baustelle mit? Natürlich mein Bagger, Inc. Alter, 31.000 Euro monatliche Abrechnung. Holy shit. Mein Bagger inklusive Erde. Aber sie sollen doch hier Erde wegbuddeln. Naja, aber jetzt hätten wir über vom letzten Auftrag. Leute. Was denn? Was hast du denn jetzt? Ach, das klappt gerade nicht so, wie es soll. Okay. So. Fuck, wir haben uns ja jetzt ja schon ein bisschen länger gehört. Wie ist eigentlich jetzt meine Akustik? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Merkt man sehr, dass der Raum leer ist? Es geht eigentlich. Toledo. Es geht eigentlich, ehrlich gesagt. Also ich hatte jetzt nicht so... Also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Also ich finde, es geht auch. So, ich brauche 2 Zementsäcke und 4 kleine Ziegelsteine Ton. Kleine Ziegelsteine Ton. 4 Stück. Ein bisschen, wenn ich zurück... Na ja, da hängen geblieben. Ey! Was? War gerade mein Pritschenwagen einfach weg. So, ich brauche einen Container, Junge. Ach, wie hieß er noch? Ich habe den Namen vergessen.
Karl, Holger, John. Henning, Container. Henning, ich brauche einen Container. Gib mal her, das Ding. Dankeschön. Zweimal Isoliermaterial und zweimal kleine Dachpfannengrau. Ich stelle gerade fest, man kann auch ganz geil mit der Tastatur baggern, ne? Aber irgendwie macht es mit Joystick Spaß. Weiß man nicht, warum man einen jetzt nicht erkannt hat. Ja, das heißt. So, dann wollen wir es mal probieren, die ganze Schose aufzuladen. Was das? Denk dran, 9 Paletten kriegst du drauf. Da wird 2, 4, 6, 8, 10 muss stehen. Mal sehen, ob ich die drauf kriege. Du, dann übereinander gestapelt da noch. Ich muss nur sauber stapeln, dass nichts überguckt, dann geht das. Baustelle 1, ne, muss ich hier mit dem Container. Yep. Ja. Dann muss ich mir das mal markieren. Obwohl, das hat es ja markiert. Wunderbar. Auf geht's, Mädels, auf geht's. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage, wa? Ja, yeah, Mann, wup. Ich bin jetzt, glaube ich, erstmal 2 Stunden beschäftigt, das Zeug aufzuladen. Was? Was? Gehen. Wir haben Termindruck. Wir sind hier schließlich gefühlt immer noch im Galabau unterwegs. So. Wohnwagen hat jetzt ein Nummernschild. Okay. Hat gerade irgendwas gesummt. Ja, das war. Hörte sich an wie eine Spieluhr. Das ist mein Handy, was mir mitteilt, dass es Zeit fürs Bett ist. Ah. Ja, dann auf ins Bett, Toledo. Dein Handy ist so aufmerksam. Ja, ich habe diese Schlafenszeit vom iPhone aktiviert. Und wo muss der jetzt hin, der Container? Zu mir hier. Ja, das ist schon klar, aber das ist ja kein Bereich hier markiert irgendwie. Naja, den musst du danach, glaube ich, wegbringen, oder? Warte. Keine Ahnung. Bringe einen Container vom Baustellenhändler und transportiere die Ladung in den markierten Bereich Baustelle. Nee, musst du gleich nur einfach in die Baustelle bringen. Stell einfach vor die Tür ab und besorg mit dem zweiten Kran schon mal Material. Aber pass auf, dass du dich jetzt nicht mit Toledo durcheinander hackst, ne? Ja, das ist also so meine Befürchtung. Erst was Toledo an Material da stehen hat, bis wohin seins geht. Nicht, dass ihr gleich versehentlich beide das gleiche Material aufladet. Oder du fährst zum Händler aufs Dorf, aber der Weg ist natürlich deutlich weiter. Ja, der ist ja elendig weit. Das ist ja blöd. Ich komme mit meinem Material gar nicht bis an die Ladebordwand ran. Hallo? Jetzt so. Denkfehler gerade. Marc, wie machst du das denn mit deinen YouTube-Folgen? Hast du vorproduziert oder? Ja, wir sind gerade alles am Vorproduzieren. Ja. Weil es ist ja bald mit Hinterkaifeck Feierabend und ich habe da sowas ganz Besonderes noch vor. Deswegen muss ich da so ein bisschen vorproduzieren und dann, indem ich dann Platz frei kriege. Was? Vorproduzieren und dann was Neues? Du hast noch gar nicht geschrieben auf meine Anfrage, ne? Musst du mir übrigens nochmal bitte sagen gleich. Ja. Ja. Ich fragte nur für einen Freund, ne? Verstehst. Ja, schon klar. Das ist halt die Frage, wenn Toiletten.
packt er jetzt meine Sachen dann dahin oder packt er sie dahin? Keine Ahnung. Der packt die immer weiter. Also wenn ein Platz frei ist, packt er dir da auch was zwischen Toledos Sachen. Ja, ne? Das ist nämlich kacke. Ja, du musst halt wissen, was du kaufst. Also wenn du zum Beispiel... Hallo? Ich habe mich festgebaggert. Wenn du halt Isolationsmaterial zum Beispiel kaufst und Toledo keins hast, dann ist es halt relativ einfach, ne? Wir fangen mal klein an. 6x große Ziegelsteine Ton. Und dann ist das Regal auf meiner Seite auch schon voll. So. Alter, 9600 Material, ne? Gut, also die oberste Reihe gehört mir. Ja, bis auf die blauen Paletten. Ja, genau. Die sind noch mir. Ach, du machst das mit dem Stapler? Sicher. Uwe sagt wow und bei mir leckt's. Das hört sich so interessant an bei Uwe, ne? Ich habe gerade richtig Mist gebaut. Ich habe mein Bagger nicht gerade gestellt und dachte, ja, das passt schon. Und bin gerade an irgendwas festgebackt, richtig durch die Walachei geflogen. Deswegen das wow. Ich bin gerade irgendwie von der Baustelle 3 Häuser weiter geflogen gefühlt. War nicht so cool. Aber ich musste mich leider umpositionieren, damit das funktioniert. Das Baustellenloch ist wieder zu groß. Das war ja das. Ist ja die gleiche Größe, die wir letztes Mal zu zweit gemacht haben. Die ich jetzt gerade alleine bagger. Da musste dich halt einmal umpositionieren zwischendurch. Bitte schön die großen Stücken hier bekommst. So. Aber ab jetzt müsste richtig Kohle verdient werden. Mit 2 Aufträgen. Nee, danke. Ich will nicht weiter baggern. Ja, jetzt weiß ich, warum ich noch Material in der Schaufel habe. Die hatte ich letztes Mal vom Auftrag noch. Die kippe ich hier dem Nachbarn einfach mal hin. So. Der muss zum Firmengelände. Dann springe ich in den... Nein, warte, in den Absetzkipper hier. Da. Habe ich geklickt. So. Aber wie kriege ich denn den rausgefahren? Okay. Mach den Baustellenbereich fertig. Marc, ich brauche große Ziegelsteine Ton. Ich bin dabei am Aufladen. Gut. Ich bin arbeitslos. Dann fahr die Mulde wieder weg oder brauchst du die nicht wegfahren? Doch, mache ich jetzt. Versuche mal, ob ich den Weg nach Hause finde, aber ich traue mich nicht. Guck mal lieber. Also, okay. Soll ich die Ziegelsteine gleich bringen oder soll ich den Rest auch erst aufladen? Nee, bring die Ziegelsteine bitte. Alles klar. Hätte ich es ja gar nicht so ordentlich machen brauchen. Na gut. Ja, keine Ahnung. Ich kann gerade nichts mehr machen. Also wir müssen die Aufträge jetzt. Einen von beiden müssen wir jetzt fertig kriegen. Ja gut, ich bringe dir die Ziegelsteine gleich. Das vorletzte Palette lade ich gerade auf. Oh jo. Ich würde sagen, dann sehen wir uns aber am Samstag mit den Ziegelsteinen vor Ort, oder was? Jo, würde ich sagen, ne? Oder? Jo. Uwe hat es gerade gesagt. Wir sehen uns am Samstag wieder.
Lasst gerne ein Däumchen nach oben dabei bei den Kanälen. Schaut. Schreibt in die Kommentare so. Und, schaut gerne auch in die Kommentare. Schaut gerne in die Kommentare, ihr Lieben. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis Samstag. Tschüssi. Tschüss. Ciao.